herzlich willkommen. Wir sitzen hier bei uns in der Küche. Ich habe wieder einen Gast, und zwar ist der Mario wieder bei uns. Hallo Mario. Hallo Jens. Und heute kein Espresso-Talk, sondern wir unterhalten uns heute mal, warum Optionshandel so viel besser ist als Markttechnik. Ja, das ist ein bisschen anders, aber schau mal. Wir machen heute sozusagen die Battle. Markttechnik trifft Optionshandel. Welche Vor- und Nachteile gibt es bei diesen beiden Strategietechniken? Ja. Und was man da einfach, was du vielleicht auch ergänzt. Genau, denn es gibt ein paar Schnittpunkte, die ich festgestellt habe, du wahrscheinlich auch, und darüber können wir heute reden. Genau. Fangen wir an. Ich habe noch was aufgeschrieben, Mario, und zwar, wir haben uns schon mal unterhalten, als du hier warst, und ich habe ja wir haben uns über die Performance unterhalten, und was mich an Markttechnik immer so ein bisschen abgeschreckt hat, das war die doch relativ geringe Trefferquote. Zumindest habe ich so empfunden. Was würdest du sagen? Was ist von jemand, der wirklich Ahnung hat von Markttechnik, der markttechnisch gut handelt? Wie ist so die Trefferquote ungefähr? Also wie viele Gewinner, wie viele Verlierer hat man im Schnitt? Ja, es kommt halt immer darauf an, wie hoch die Performance ist, die man eigentlich erzielen möchte. Denn wenn ich immer so ein Chance-Risiko-Feld von 1:1 wähle, ist natürlich meine Trefferquote auch über 50%. Weil ich weiß ja im Prinzip, in welche Richtung der Markt tendiert, weil ich nur dann im Prinzip in den Markt gehen möchte und habe dann auch eine recht hohe Trefferquote. Aber wenn ich jetzt Gewinne machen möchte, die halt viel höher sind als mein Einsatz, dann ist es natürlich so, dass die Trefferquote meist etwas unter 50% liegt. Und wenn man ein guter Händler ist, denke ich, kann man ganz gut so zwischen 45-50% erreichen. Mhm. Die meisten, die anfangen, liegen alle ehrlich gesagt meistens eher zwischen 40-45%. Ja. Heißt es dann aber auch, dass zum Beispiel solche so trendfolgende Fonds, die Turtle Trailer aus den, ich glaube, 80er Jahren oder was das war, weil die diese ganz riesengroßen Trends dann haben, dass die dann vielleicht eher auch mit Trefferquoten von 30% oder so arbeiten? Ja, das ist so, und ich habe einen guten Bekannten, der zum Beispiel nur langfristig auf Tagesbasis agiert und wirklich auch nur versucht, diese großen Trends zu bekommen, und der agiert tatsächlich mit Trefferquoten von 35%, was aber vollkommen ausreichend ist, weil die Gewinne ein Vielfaches unseres Risikos sind und dadurch trotzdem profitabel ist. Da kommt ja dann wieder dieser Spruch ins Spiel, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Genau, das ist der wichtige Punkt, wenn man markttechnisch handelt. Wir müssen die Verluste immer konsequent begrenzen und dann aber auch die Gewinne laufen lassen, diese Gier zu haben, dann auch zu sagen, okay, ich möchte jetzt das 4-, 5-fache oder 10-fache dann auch haben von meinem Risiko. Was glaubst du, was fällt den meisten schwerer, die Verluste zu begrenzen und die Gewinne laufen zu lassen? Die Gewinne laufen zu lassen, ganz klar. Das sieht man eigentlich auch immer in den Gesprächen mit den Kunden. Denn es ist eigentlich ganz klar, dass sie die Verluste begrenzen müssen. Das kriegen auch, ich sag mal, 2/3 aller Kunden sehr gut hin, dass sie die Stops wirklich da lassen, wo sie sein sollten. Aber dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Risiko von 100 Euro unterwegs bin, dann, wenn ich 200-300 Euro vorne bin, auf Stunden- oder Tagesbasis, dann auch zu sagen, okay, ich lasse die Position weiterlaufen, ich ziehe meine Stops konsequent nach, bis der Markt mich einfach rausholt. Wahrscheinlich auch ist es dann auch in solchen Situationen so, wenn du mal 2-3 Mal verloren hast, hast zweimal hintereinander 100 verloren und dann bist du plötzlich 300 im Plus und hast jetzt so die Angst, die will ich mir nicht mehr wegnehmen lassen, jetzt ziehst du zu schnell deine Stops nach, obwohl es eigentlich nicht richtig wäre an der Stelle. Genau, also das erlebt man ganz häufig, dass wenn man 2-3 Mal und öfter verloren hat vielleicht, dass die Leute dann dazu neigen, sehr schnell ihre Stops wieder mitzunehmen, weil sie sagen, okay, dann habe ich erstmal die Verluste ausgeglichen und dann schaue ich mal, was kommt. Im Nachhinein ärgert man sich dann aber meistens, wenn eine Aktie erstmal so gut läuft, dann läuft sie manchmal über Wochen und Monate einfach weiter. Das ist ja übrigens interessant, dass bei uns im Optionsverkauf hast du ja höhere Trefferquoten. Also du liegst also bei Trefferquoten 65%. So, die brauchst du aber auch, damit du eben die manchmal etwas größeren Verluste, sprechen wir noch drüber, dass du die ausgleichen kannst. Und interessanterweise ist es aber so, dass dann, also viele sagen, das ist super, also damit können sie gut leben, weil es eben als mental einfacher ist. Ne? Du hast eben 10 Trades gemacht, hast 6 oder 7 Mal gewonnen, anstatt nur 3 Mal gewonnen. Aber komischerweise wollen dann auch viele Neueinsteiger dann immer alles komplett ausreizen. Also du bekommst nur eine bestimmte Prämie, du kriegst $100 und dann sagen wir, ab einem bestimmten Punkt nimmst du jetzt die Gewinne aber mit, weil mehr kannst du ja eh nicht verdienen. Und dann gibt es immer wieder Neueinsteiger, die sagen, ich möchte aber das quasi so diesen letzten Rest herausqueasen. Warum soll ich denn von den $100 nur 50 Gewinn mitnehmen? Ich könnte doch auch 100 verdienen, damit das Doppelte. Und wir sehen dann so ein bisschen die Risiken, die da kommen. Habt ihr das? Das ist dann beim markttechnischen Handel eher nicht so. Ne? Das ist also dieses Aus-Squeezen, so ich will nach den letzten Punkt rausholen, ist dann hier eher so, ich habe Angst,
dass es doch ein bisschen wieder abgehen könnte. Ja, also das ist genau umgekehrt, also weil hier das Risiko halt ganz klar fixiert ist und man eigentlich nicht genau weiß, wie weit der Markt noch laufen kann. Und dann ist es eben oft so, wenn die Leute weit im Plus sind, gerade auf den großen Zeiteinheiten, dass sie dann einfach zu eher oder zu früh sagen, okay, ich möchte die Gewinne jetzt einfach mitnehmen, weil ich habe jetzt 300, 400 Euro vielleicht gewonnen und sage, okay, ich mache den Sack zu und fertig. Wobei, das Risiko ist ja begrenzt. Wir ziehen ja den Stop eigentlich nach und wenn der Markt jetzt von oben vielleicht noch mal ein bisschen zurückkommt, dann fahren wir halt raus aus dem Markt. Das ist eigentlich egal.